Hallo und ein herzliches Willkommen auf meinem kreativen, kunterbunten Bastelkanal. Ja, heute ist wieder Figuren modellieren Zeit und diesmal war unser Thema Miniaturfood, also kleines Essen. Ja, also ganz so klein wie mein Tröpfchen ist es nicht, aber es ist ein kleines Essen. Ein kleines süßes Essen. Und zwar habe ich mein Wurfspiel mit der Eistüte und mit der Eiskugel habe ich nachmodelliert. Haha, die kleine Eistüte mit dem Band dran zum Reinwerfen. Eigentlich hatte ich mir gedacht, ich mache das wirklich zum Reinwerfen, aber das funktioniert nicht. Dazu ist die Kugel zu groß. Und wenn ich es kleiner gemacht hätte, würde sie ja in der Eistüte verschwinden und sehen möchte man sie ja auch. Und dann hatte ich hier an der Seite diesen Nupsi, sagen wir schnell, diesen Ösel reingemacht. Und dann hatte er Schlagseite, wenn man es da anhängen würde. Also musste ich mir schnell noch was anderes ausdenken und habe es dann an beiden Seiten befestigt. Hier und dort. Da ist ja die Kette drinne. Das habe ich reingeklebt. Und dann konnte man es so wie eine Schaukel, konnte man es denn ja, ins Gleichgewicht bringen, sagen wir mal so. Und dann habe ich noch ein bisschen ein paar Perlen dran gemacht. Mit kleinen Herzchen noch. Ja, und dann hier ein Karabiner. Und dann ist das Tütchen fertig gewesen. Ich denke mal, dieses machen wir zusammen. Ja, genau. Um das Muster in diese Eistüte reinzuzaubern, habe ich hier so ein Stück Plastik. Das ist von einem Platzdeckchen hier, von sowas. Das war so rum und auf der anderen Seite waren dann diese Quadrate. Ich habe dann noch mehr sowas. Mehr sowas. Das ist von einer Matte für den Backofen zum Unterlegen, glaube ich. Und das ist von einem Plastikteller. Also man kann sich immer so schon ein bisschen was zusammensuchen, was den Effekt. Oh, was trinken. Entschuldigung, Entschuldigung. Was den Effekt eines Musters, eines Waffelmusters erzeugt. Also das geht auch ganz gut. Das fand ich jetzt am passendsten. Das ist nicht ganz so waffelig, aber erzeugt auch ein schönes Muster. Also man kann schon darauf achten, ob man im täglichen Leben in den Utensilien was findet, was man gebrauchen kann. Ja, dann habe ich dann noch ein Tütchen gemacht. Und das sieht so aus. Ach so, im Video zeige ich euch Tütchenkopf. Und hier hatte ich dann noch ein bisschen Grün übrig und dann habe ich hier noch so ein paar Tröpfchen drauf gemacht. Das habe ich im Video nicht gezeigt, aber das ist ja optional, wie man möchte. Ja, hier ist noch so ein kleines Blümchen dran, finde ich auch sehr niedlich. Und dann hängt auch dieses kleine Eistütchen. Ja, so, und dann habe ich noch zwei Bonbons gemacht. Ich liebe ja solche Bonbons, solche länglichen auch, mit einem kleinen Kawaii-Gesicht. Hier ist so eine kleine Schleife drauf. Auch das zeige ich euch anschließend. Und wie man das Gebamsel dran macht, da kann sich ja jeder was aussuchen, wie er es machen möchte. Ob mit Wolle oder mit einem Handyband, das geht auch. Und hier kann man auch Ketten runterhängen lassen, also das ist ja ganz verschieden, wie jeder Material da hat und wie es jedem gefällt. Mir gefällt es so. So, da habe ich noch ein lila, kleines lila Bonbonchen. Einmal wieder mit der Goldglitzerwolle. Und das hängt dann so dran. Oh, man kann es auch nach hinten machen. Muss ja nicht vorne hängen lassen, so dahinter. Und hier oben dann ist dann eine kleine Schlaufe zum Anhängen. Ja.
Die gehört dazu und die gehört dazu. Oder andersrum, wie man möchte. Ja, und dann habe ich noch eine kleine einzelne Eiskugel. Und die habe ich dann so an so einem Goldkettchen befestigt. Man kann es auch ohne Wolle machen, also mit Goldkettchen oder Silberkettchen oder Bronzekettchen, wie man möchte. Ja, und dann sind hier so kleine Perlchen. Dann habe ich hier noch so Herzen, so durchsichtige, geschliffene und so eine Raute mit so einem Facettenschliff. Und hier dann die kleinen oder etwas größeren Opalperlen. Die sind auch sehr hübsch, finde ich. Und dann ist hier die kleine Eiskugel mit einem Gesichtchen. Ja, jetzt habe ich sie aus Fimo und aus Stoff gehäkelt. Habe ich sie noch nicht. Kann auch noch kommen. Ja, das sind also meine Miniatur-Food-Teilchen. Nein, das ist mein Mini-Essen oder mein kleines Essen. Ja, das sind meine Kawaii-Süßigkeiten, genau, so ist es. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr wieder reingeschaut habt. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne die Sachen nachfimulieren. Stolle ich schon wieder. Nachfimulieren? Nein, nachmodellieren. Wieso sage ich immer Fimulieren? Naja, macht ja nichts. Ich kann mich ja verbessern. Ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr es gerne nachmodellieren. Und wenn ihr mich unter dem Hashtag Christine Kreativ dann verlinkt, wenn ihr mir das gerne zeigen möchtet auf Facebook, Instagram oder YouTube, würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. Dann sage ich nochmals vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine wunderschöne kreative Bastelzeit und bis bald, meine lieben Kreativen. Ach, Moment, ich wollte euch noch fragen, falls ihr Lust habt und auch modelliert, könnt ihr natürlich gerne in unsere Gruppe Figuren modellieren kommen. Es ist nicht nötig, dazu einen YouTube-Kanal zu haben. Einfach, wer gerne modelliert und mit uns zu einem bestimmten Thema basteln will oder einfach auch nur seine Sachen zeigen und sich nett unterhalten mit allen Gruppenmitgliedern, dann seid ihr ganz, ganz herzlich willkommen bei uns. Und jetzt sage ich wünsche euch viel Spaß beim Modellieren und ich wünsche euch eine wunderschöne Bastelzeit und bis bald, meine lieben Kreativen. Ciao mit Kakao! Thank you.
Musik.